Bitte schön. Ja, schönen guten Abend auch von uns, vom Bündnis für den Bürgerentscheid Klimaschutz Heidelberg. Und als allererstes möchte ich ganz herzlichen Dank sagen an die vielen Unterstützer, die hier seit einem halben Jahr uns unterstützt und mitgeholfen haben, dass heute hier diese Versammlung ist und dass wir am 21. Juli den Bürgerentscheid haben werden. Dafür erstmal für euren Einsatz meinen und unseren herzlichsten Dank. Ich spreche jetzt auch, so habe ich mir das jedenfalls vorgenommen, in eurem Namen hier in der Halle 02 für unser gemeinsames Anliegen. Und dieses Anliegen ist auch Klimaschutz, denn Grünflächenerhalt ist Klimaschutz, aber mit Sofortwirkung. Und das haben wir eben gerade vermisst. Und nicht erst, Sofortwirkung heißt nicht erst in 10 Jahren. Der Klimawandel kommt nicht in 10 Jahren, er ist schon da. Letzte Woche konnten wir in den Medien erste Bilder sehen von den Visualisierungen. Die ersten, die ich da gesehen habe, heute gab es noch ein paar neue, aber die ersten, die waren schon aus meiner Sicht einfach unglaublich. Und unglaublich meine ich im wahrsten Sinne des Wortes. Man konnte Bilder sehen, wie das Betriebshofgelände und die Ochsenkopfwiese einmal aussehen sollen. Und da habe ich, fiel mir gleich, dass dieser Begriff Potemkinsche Dörfer, aber jetzt als digitale Potemkinsche Dörfer ein, als ich diese Visualisierungen gesehen habe. Wo ist auf der ruhigen Idylle, die man dort sieht, wo ist denn da eigentlich die Kametzstraße, durch die immer drei Buslinien und 2 Bahnen im Minutentakt fahren? Also da ist sicher einiges an Lärm, dass diese Idylle stören wird, aber die hat man besser rausgelassen, denn die hätten diese Idylle halt einfach nur gestört. Aber wir brauchen sie. Oder habe ich mich gefragt, hat die Stadt noch was Größeres vor? Soll etwa der ÖPNV direkt ins Neuenheimer Feld gehen, und zwar über die Mittermeierstraße? Das wäre mal eine Beschleunigung des ÖPNV. Aber so weit schafft es die Stadt, glaube ich, nicht. Ja, die Visualisierung des begrünten Daches fand ich genauso unglaublich. Ich habe das Areal überhaupt nicht mehr wiedererkannt. Es war schöner als die Ochsenkopfwiese heute ist. Plötzlich scheint das Gebiet nicht mehr zu liegen zwischen der Bahntrasse und der Autobahn. Das wurde uns hier mal vorgehalten. Das ist ja ein Gebiet, da will ja sowieso keiner hin. Auf der einen Seite die Autobahn, auf der anderen Seite ist es die Bahnlinie. Nichts mehr ist davon zu sehen. Und in die Ferne geht der Blick, man sieht keine Häuser, gar nichts. Da habe ich mir gedacht, so hat es sicher auch mal ausgesehen zu Zeiten von Kurfürst Karl Theodor. Ja, diese schönen Bilder werden uns in den nächsten Wochen sicher noch häufig begleiten. Und da habe ich gedacht, mein Rat an Sie alle, bleiben Sie doch mal davor stehen, verweilen Sie, und das sind einfach ein paar Bilder zum Träumen. Ja, jetzt aber zurück von den Träumen zur Realität und zur Ochsenkopfwiese und zum Klimawandel. Ganz wichtig für uns der Schutz der Ochsenkopfwiese aus Klimaschutzgründen, denn hier hat das Klimagutachten der Stadt Heidelberg eine deutliche Sprache. Die Ochsenkopfwiese liegt in der Leitbahn des Neckartälers. Zusätzlich stellt sie einen, Zitat, Ausgleichsraum mit sehr hoher Kaltlieferung dar, der sehr wichtig ist für den, Zitat, Luftaustausch mit klimatisch belasteten städtischen Räumen. Flächen dieser Qualität machen mal gerade 3% aus der Grünflächen im Stadtgebiet und sollten auch so die Empfehlung des Klimagutachtens nicht bebaut werden. Jetzt gibt es ein neues Klimagutachten, speziell für das Areal der Ochsenkopfwiese und des jetzigen Betriebshofs. Das haben wir aber noch gar nicht im Detail betrachten können, das haben wir erst gestern erfahren. Es ist nur so viel klar, das Optimale wäre, das jetzige Betriebshofgelände flächenhaft zu begrünen und die Ochsenkopfwiese zu erhalten. Und dazu
Ja, und dazu brauchen wir schnell eine neue Planung, die auch der Temperaturzunahme des Klimawandels Rechnung trägt. Denn wir müssen alles tun, den Temperaturanstieg in erträglichem Rahmen zu halten. Heidelberg ist mit Freiburg die wärmste Stadt Deutschlands, das haben Sie sicher heute alle gemerkt. Ja, wir dürfen aber nicht vergessen, dass, es wurde ja auch schon von den Vorrednern gesagt, die Ochsenkopfwiese ist ein botanisches Kleinod. Hier hat sich auf einem ehemaligen Bahngelände eine Wiese mit über 200 Arten von Blütenpflanzen entwickelt. Und mit Unterstützung der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg hatte die Pädagogische Hochschule hier 2012 bereits auf der Wiese einen Naturbildungspunkt eingerichtet, wo Heidelberger Schülerinnen und Schüler die vielen dort heimischen Pflanzen kennengelernt haben. Wichtig auch als Naherholungsgebiet für die Menschen im autolärmgeplagten Bergheim-West und in der Ochsenkopf-Siedlung muss die 3 Hektar große Ochsenkopfwiese mit ihren über 100 großen Bäumen unbedingt erhalten werden. Mit geringem Aufwand kann dieses Naherholungsgebiet vielen Bedürfnissen gerecht werden. Als Naturerfahrungsraum für Kinder, als Spielwiese zum gemeinsamen Gärtnern auf den Bereichen der früher dort bewirtschafteten Schrebergärten, einen davon gibt es ja noch, oder einfach nur zum Zusammensitzen unter schattenspendenden Bäumen. Den Anspruch, den größten und schönsten Park Heidelbergs dort zu schaffen, den haben wir gar nicht. Jetzt ist es an der Politik, dem Rechnung zu tragen und den Flächennutzungsplan entsprechend zu ändern, der die Ochsenkopfwiese weiterhin als Gewerbegebiet ausweist. Wie ich eingangs schon gesagt habe, dieses Naherholungsgebiet ist hier und heute verfügbar und nicht erst nach 2030, denn der Klimawandel findet bereits statt und er nimmt bestimmt keine 10-jährige Auszeit. Das haben vor kurzem in Aachen eindrucksvoll die vielen tausend Fridays for Future Demonstranten aus 17 Ländern, darunter auch viele hier aus Heidelberg, mit lautem Protest den verantwortlichen Politikern klargemacht und sie eindringlich zum sofortigen Handeln aufgefordert. Und ich finde, Sie haben recht. Dankeschön. Guten Abend auch von mir an alle hier im Saal. Nachdem Sie jetzt gehört haben, warum es so wichtig ist, die Ochsenkopfwiese zu erhalten, möchte ich Ihnen jetzt darlegen, warum wir die vorliegende Planung und das wohnungspolitische Konzept für Bergheim am jetzigen Standort nicht befürworten können. Ist der große Ochsenkopf technisch die beste Lösung und zukunftsfähig? Wir sagen nein zu der vorliegenden Planung eines Betriebshofes auf dem großen Ochsenkopf mit begrüntem und begehbarem Dach. Die Abstellfläche reicht von Anfang an nicht für alle Busse. 11 müssen an anderer Stelle im Stadtgebiet abgestellt werden. Es könnte eine Freifläche im Wieblinger Weg sein. Die wachsende Busflotte wird mittelfristig, so war zu hören, einen zusätzlichen Busbetriebshof notwendig machen. Das ist die durchaus realistische Einschätzung der RNV, wie wir letzte Woche der Presse entnehmen konnten. Auch für eine Buswerkstatt fehlt der Platz. Das bedeutet, dass alle Busse mittelfristig ca. 50 zur Wartung und Reparatur nach Mannheim in die Werkstatt überführt werden müssen. Die dafür notwendigen Leerkilometer erhöhen die Betriebskosten und sind klimaschädlich. Kein Beitrag für einen klimaneutralen ÖPNV. Aber eine besondere Schwachstelle ist der vorhersehbare Konflikt mit dem Radverkehr. Die Straßenzufahrt zum Betriebshof kreuzt den Radschnellweg Bahnstadt Neuenheimer Feld. Das ist der rot gekennzeichnete Bereich hier auf dem Bild. Trotz Sicherung mit einer Ampelanlage, die wird unumgänglich sein, eine unnötige Gefahrenstelle. ÖPNV und Radverkehr, das haben wir vorhin gerade gehört von den Vorrednern, beide wichtige Säulen der Verkehrswende sollten sich nicht behindern.
Planung für solch wichtige und auch teure Verkehrsanlagen, wenn das realisiert wird, dann hat die Stadt Heidelberg und die RNV 100 Millionen Euro in die Hand genommen, müssen aufeinander abgestimmt werden. Hier werden mal täglich 11.000 Radfahrer vielleicht fahren. Bergheim würde mit der Ochsenkopfwiese mehr als 3 Hektar Grün- und Freifläche mit sehr hoher bioklimatischer Bedeutung verlieren. Die als Ersatz vorgesehene begrünte Dachfläche von ca. 2,4 Hektar auf dem neuen Betriebshof, ein Teil wird begehbar sein, haben wir auch gesehen, wird auch qualitativ nur einen sehr begrenzten Ausgleich bieten können. So sind Bäume aus statischen Gründen nur an den Dachrändern denkbar. Die dafür veranschlagten Kosten in Höhe von 20 Millionen Euro rechtfertigen unseres Erachtens diese Ersatzmaßnahme auf keinen Fall. Der Herr Inderbeek wird sicher nachher sagen können, wie viel Straßenbahnen man dann dafür kaufen könnte. Ein anderer Aspekt sind die enormen Dachlasten, die in der Regel eine aufwendigere Konstruktion mit mehr Flächenbedarf verursachen. Die uns vorliegenden Pläne lassen nicht klar erkennen, inwieweit dieser Umstand berücksichtigt wurde. Das könnte auch Abstellfläche für die Stadtbahn kosten. Es werden Ausgleichsflächen gebraucht, das wurde auch vorhin schon angesprochen. Es dürfte aber sehr schwierig werden, diese in Heidelberg noch zu finden. Auf dem Königstuhl, so ist es sicher nicht gedacht. Kann der Altstandort zur grünen Mitte mit 100% bezahlbaren Mietwohnungen werden? Das fragen wir uns. Laut Gemeinderatsbeschluss sollen auf der Hälfte dieser rund 2,5 Hektar großen Fläche 100% bezahlbare Mietwohnungen im dauerhaften Besitz der GGH entstehen. Allein der Grundstückspreis von 20 Millionen, so die Bewertung in der Beschlussvorlage und von Herrn Heiß, er denkt sogar noch an mehr, lassen daran zweifeln. Das wohnungspolitische Konzept für das Hospital, basierend auf dem Prinzip der Subjektförderung, was hier mit angeführt wird, eine Mix von Eigentumswohnung und Mietwohnung, also Eigentumswohnung, ist nicht anwendbar. Erläuterung wollen wir dann da hinten an unserer Stellwand geben, wenn es jemand interessiert. Eine Finanzierung liegt bisher nicht vor. Die aktuellen Planungen der Stadt gehen von ca. 140 großen Wohnungen, also groß gedacht für Familien, aus. Angedacht wird jetzt schon, einen kleinen Teil als Eigentumswohnung zu konzipieren. Auch das konnten wir letzte Woche der Presse entnehmen. Das widerspricht aber ganz klar dem Gemeinderatsbeschluss und würde ihm eigentlich die Basis entziehen, die Basis dafür, den Betriebshof auf den großen Ochsenkopf zu verlegen. Die neuen Grün- und Freiflächen auf der anderen Hälfte können keinen Ersatz für die Ochsenkopfwiese hinsichtlich ihrer ökologischen und klimatischen Bedeutung sein. Statt Schattenspender großer Bäume könnte es wohl doch nur Sonnenschirme und viel versiegelte Flächen geben. Das ist zu befürchten, wenn auch hier die Bilder vielleicht anderes sprechen. Es gibt außer Ideenstudien nichts Tiefergehendes und vor allem kein fest vereinbartes Konzept. Jetzt noch ein Wort, ein erfolgreicher Bürgerentscheid gefährdet die Kreativwirtschaft in der alten Feuerwache? Fragezeichen. Diese Frage geistert durch die Bürgerschaft. Wir sagen ganz klar nein. Die Entscheidung über das Areal der alten Feuerwache ist längst gefallen. Bereits während des Bürgerforums 2017 zeigte die Stadt die Entwicklungsperspektiven für Bergheim West bis 2030 auf. Wie das Bild hier zeigt, ist das die Idee, wie das Areal alte Feuerwache mal aussehen könnte. Gründe gibt es mehrere, die alte Feuerwache dort so nicht mehr bestehen zu lassen, also das Gebäude.
aber der wichtigste dürfte sein, eine dringend notwendige energetische Sanierung lässt sich wirtschaftlich nicht darstellen. Der Gemeinderatsbeschluss gibt die Zusage zur langfristigen Standort- und Arbeitsplatzsicherung für das Dezernat 16 in Bergheim, aber ausdrücklich nicht im heutigen Gebäude der alten Feuerwache. Und es gibt Gemeinderatsbeschlüsse, die eine Verlagerung auf die Konversionsfläche in die Südstadt, also die ehemaligen Stallungen, so ist es angedacht, vorsehen. Die Nutzungsdauer ist derzeit bis 2023 begrenzt. Die kann man natürlich, je nachdem, wie lange das Gebäude noch steht und die Baukapazitäten in Heidelberg verfügbar sind, auch situativ weiter verlängern, aber sicher nicht dauerhaft. Denn auch die Mietverträge werden bisher nur begrenzt für maximal 5 Jahre, so nach unserem Kenntnisstand, abgeschlossen. Und wir meinen, für alle anderslautenden Aussagen seitens städtischer Vertreter gibt es keine Grundlage. Sie sind Stimmungsmache. Und nur noch etwas zu den Flächen, die es in Heidelberg so gibt oder angeblich nicht gibt. In Heidelberg gibt es derzeit keinen Mangel an Entwicklungsflächen für Wohn- und Gewerbe. Die Bahnstadt und die Konversionsflächen bieten zusammen rund 296 Hektar. Im Vergleich zu vielen anderen Kommunen in Deutschland ist das eine absolute Luxussituation. Und da ist noch anzufügen, ganz am Rande, der Weggang der Heidelberger Druckmaschinen stellt zusätzlich ein großes Gewerbeareal in Bergheim zur Verfügung. Vor diesem Hintergrund, und hier möchte ich erläutern, die große Fläche, das ist so im Verhältnis dargestellt, das sind die 296 Hektar. Und die kleine grüne Fläche, das kleine Quadrat, das ist der Ochsenkopf. Vor diesem Hintergrund ist die Bebauung der mehr als 3 Hektar großen Ochsenkopfwiese nicht zu akzeptieren, trotz ihrer Einstufung als Gewerbefläche. Die jetzt vorliegenden Erkenntnisse darüber, wie wichtig diese Grün- und Freifläche für das Bioklima und für die Naherholung, insbesondere der angrenzenden Wohngebiete in Bergheim West, und zwar im westlichen Bergheim West entlang der Gneisenaustraße, Körnerstraße und eben die besonders stark vom Verkehr belastet sind und im Ochsenkopf, erfordern eine Neubewertung. Wir wollen der nächsten Generation eine lebenswerte Stadt mit einem möglichst erträglichen Klima, gerade auch an solchen Tagen wie heute, wo es schon Richtung Hochsommer geht und die in Nächten keine Abkühlung mehr ist, und ausreichend Grünflächen zur Naherholung überlassen. Grünflächenschutz ist wirksamer Klimaschutz. Und wenn wir jetzt nicht handeln und das uns überlegen, dann ist es in 30 Jahren zu spät. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Wollen Sie die? Bitte. Es gibt noch viele Argumente und viele Dinge, die angesprochen werden könnten. Aber Sie sehen, die Zeit ist begrenzt, aber gerne beantworten wir die Fragen da hinten an den Stellwänden. Aber noch mehr würde ich Sie bitten, die Fragen, die uns bisher nicht beantwortet wurden. Hier sind die Vertreter der Stadt. Nutzen Sie die Möglichkeit, fragen Sie nach dem Finanzierungskonzept, fragen Sie danach, welche Alternativen es geben könnte. Heute haben Sie die Gelegenheit. Danke. Vielen Dank, Frau Weber, und vielen Dank, Herr Dr. Sawatzki.